Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 17. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten. Ihr müsst ein bisschen ruhiger sein, sonst können wir hier keine Sitzung mehr machen. Wenn es ein bisschen ruhiger wird, dann können wir weitermachen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 17. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs, Frau Böhm, der Freien Demokraten, Gesetz zum Ausbau von Radschnellverbindungen in Hessen. Berichterstatter ist der Kollege Stefan Grüger. Lieber Kollege Grüger, wollen Sie Bericht erstatten? Oder soll ich gleich dem Kollegen Eckert das geben? Das ist der Tagesordnungspunkt 17. Und da die Aktenführung hier immer sehr genau ist, darf ich, lieber Kollege Eckert, das Ihnen einfach einmal übergeben. Und Sie können dann auch gleich anfangen, wenn Sie wollen. Ja? Nee, da müsste alles da. Dann fängt der Kollege Meißner an. So machen wir es. Gut, bitte schön, Sie haben das Wort, Kollege. Herr Präsident, ich vertrete nur den Kollegen Grüger, damit es jeder weiß. Beschlussempfehlung und zweiter Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen zum Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Bei Stimmen von CDU, Bündnis 90 die Grünen gegen SPD, Freie Demokraten, die Linke bei Enthaltung der AfD. Wunderbar, herzlichen Dank für die Berichterstattung. Ich darf als Erstem das Wort geben dem Kollegen Meißner für die Fraktion der CDU. 5 Minuten pro Fraktion, dritte Lesung. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich denke, das geht recht kurz, denn zwischen der zweiten und dritten Lesung hat sich an den Grundlagen nichts geändert. Insofern verweise ich gerne auf das bisherige, was wir ausgeführt haben. Und da es nichts zu ändern gibt, werden wir uns weiterhin auch gegen diesen Antrag äußern und auch dagegen stimmen. Insofern mache ich es jetzt kurz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lieber Kollege Meißner, ich bedanke mich sehr. Ich darf als nächstem Redner das Wort geben dem Kollegen Dr. Naas für die Fraktion der Freien Demokraten. Kollege Meißner hat nur zur Information 27 Sekunden gebraucht. Oh, das werde ich nicht unterbieten können, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch wenn ich glaube, dass ich Sie auch diesmal nicht überzeugen kann, ist es trotzdem noch einmal ein Versuch wert. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Schwarz und Grün, vor allem liebe Kollegin Müller, ich freue mich auf die nächste Podiumsdiskussion mit Ihnen beim ADFC in Oberursel, wenn wieder vollmundig vom Land berichtet wird und was das Land alles für Radfahrer tut. Denn dann werde ich Sie mal daran erinnern, dass das Land hier eine einmalige Chance verpasst, nämlich die Zuständigkeit für Radschnellwegverbindungen in Hessen zu erhalten. Was muss eigentlich noch passieren, damit Sie sich dieses Themas annehmen und die Radschnellwege auch in die Landesverwaltung überführen? Sie stellen den Verkehrsminister, der ist grün. Sie haben Hessen Mobil als nachgeordneten Bereich. Hessen Mobil sucht neue Aufgaben im Moment. Die Verwaltung der Bundesautobahnen muss abgegeben werden. Und da würde sicher die Verwaltung von Radschnellwegen geradezu anbieten. Dritter Punkt. Wir haben eine Anhörung durchgeführt, die fast durchgängig positiv war für unser Gesetz. Und vierter Punkt. Die Opposition bietet Ihnen an, die Kompetenzen des eigenen Ministeriums hier an dieser Stelle zu stärken. Und all das interessiert Sie nicht. Sie lehnen trotzdem ab. Ich verstehe das nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht, und mir ist nur eine Begründung eingefallen. Sie haben nämlich Angst davor, dass einmal gemessen wird, wie erfolgreich Sie mit Ihrer Bauverwaltung eigentlich sind in Hessen. Denn da ist bisher sehr wenig getan. Hessen Mobil plant und baut ja schon Landesstraßen und Radwege entlang von Landesstraßen. Da sind Sie aber mit dem Platten liegen geblieben, denn Ihr Programm ist nicht besonders erfolgreich gewesen. Da können wir uns jetzt streiten, ob Sie von 97 Kilometern 17 gebaut haben oder 9 gebaut haben oder in den letzten Jahren vielleicht ein paar Kilometer mehr waren. Insgesamt waren das 6 verschenkte Jahre. Und da ist es mir natürlich klar und verständlich, dass Sie sagen, ja, dann setzen wir einmal neu an.
Wenn ich mit der Straßenbauverwaltung in Hessen bei dem Thema nicht weiterkomme, ja, dann nehme ich doch besser die Kommunen. Und in der Tat, die Kommunen sind hier erfolgreicher. Und das ist natürlich sehr bequem. Ich habe das in der zweiten Lesung schon gesagt, dass man natürlich dann zur Einweihung kommt, das Band mit durchschneidet, vielleicht auch den einen oder anderen Scheck abgibt, aber sich natürlich nicht messen lassen muss, was man mit der eigenen Verwaltung hinbekommen hat. Und dass das Ihr Weg ist, den Sie einschlagen, das haben Sie ja durch die letzte Pressemitteilung ja auch gezeigt. Sie gehen ja den umgekehrten Weg. Sie bauen ja sozusagen Landesverwaltung ab und sagen jetzt, auch bei den Radwegen entlang von Landesstraßen sollen ja die Kommunen noch stärker mit eingebunden werden. Ich frage mich, warum Sie nicht gleich den gesamten Straßenbau in Hessen kommunalisieren. Das wäre ja vielleicht so praktikabel und erfolgsversprechend, denn dann können Sie sich immer an die Kommunen halten. Wir haben ein anderes Bild von Radverkehr. Sie haben so schön am 29. Februar die Kampagne eingeweiht, Radfahren neu denken. Ja, das müssen Sie. Sie müssen Radfahren neu denken. Sie müssen vielleicht auch einmal das Radfahren und die Radschnellwegeverbindungen an die Straßenbauverwaltung heranführen. Denn ich habe den Eindruck, dass das immer noch eine Behörde ist, die nur Landesstraßen für PKWs und LKWs planen will und baut. Wir wollen aber gerade einen ganz anderen Weg einschlagen. Wir wollen diese Landesverwaltung heranführen, dass sie zukünftig ganz selbstverständlich Radschnellwegverbindungen in Hessen baut, plant, unterhält. Und dass es nicht die Kommunen sind, die im Moment vielleicht große Vorteile auf dem Gebiet haben, weil sie eine Sachnähe haben, weil sie vielleicht auch schon viele Jahre die Pläne im Schrank hatten und deswegen einen Vorsprung haben. Und wir glauben auch, dass es richtig ist, dass die Kommunen langfristig diese Aufgaben zumindest in der Bauunterhaltung übernehmen müssen. Auch dazu haben Sie nichts gesagt, außer dass Kommunen gute Straßen bauen und dann auch kehren können. Für uns ist das zu wenig. Wir wollen, dass die Radwege in die allgemeine Landesverwaltung überführt werden, zumindest was Radschnellwege angeht. Denn es gibt keinen Unterschied, ob Sie eine überregionale Straße haben mit PKWs und LKWs oder eine überregionale Straße, die ausschließlich von Radfahrern genutzt wird. Wir glauben, dass das das Programm ist, das sich auch langfristig durchsetzen wird. Sie werden im Moment noch für das Gegenteil die Mehrheit haben. Sie werden sich auf die Kommunen weiter besinnen. Aber ich glaube, dass es langfristig gut und richtig ist, hier eine schlagkräftige Landesverwaltung aufzubauen. Denn Hessen Mobil braucht neue Aufgaben. Und diese Frage, wie Sie Hessen Mobil eigentlich neu gestalten wollen, haben Sie uns bisher hier nicht beantwortet. Und deswegen bleiben wir auch in der dritten Lesung bei unserem Gesetzentwurf. Wir wollen, dass es Radschnellwegeverbindungen gibt in der Kompetenz des Landes und in keiner anderen Kompetenz. Wir haben Sie ja auch im Wege des Kompromisses, Kollege Meysner, darauf hingewiesen, dass die Projekte, die jetzt schon geplant sind, bei den Kommunen bleiben können. Aber wir wollen zumindest langfristig in Bau und Planung und vor allem auch in die Bauunterhaltung. Denn die Kommunen am Ende hier allein zu lassen, das ist der falsche Weg. Und deswegen werbe ich an dieser Stelle in der dritten Lesung noch einmal für unseren Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Abg. Eckert. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ist es gut, dass wir jetzt noch einmal Gelegenheit haben, über das Thema Radverkehrsinfrastruktur in Hessen zu diskutieren. Wir sind und bleiben der Auffassung, dass der Vorschlag der FDP ein zielführender ist, dass es richtig ist, entsprechend diese Kompetenzen mit zu verlagern. Und wir finden auch diesen Ansatz, eben all das, was wir in der Pipeline haben, das, was der Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main macht, an der Stelle ein herzliches Dankeschön Rufen Kötter und seinem Team, die genau das Thema in Rhein-Main voranbringen, dass genau das erhalten bleibt und mit eingefügt wird in die Struktur, so wie das die Freien Demokraten vorschlagen. Von daher findet dieser Gesetzentwurf unsere Zustimmung, meine Damen und Herren. Und auf eine Sache, ich habe es bei der zweiten Lesung schon kurz angerissen, ich will es hier an der Stelle noch einmal erwähnen. Wenn eines der Argumente der Koalitionsfraktionen, warum sie es ablehnen, ist, dass Hessen Mobil
personell nicht in der Lage ist, das umzusetzen. Dann gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang mit 20 Jahren CDU für der Landesregierung, die genau dafür gesorgt haben, dass diese Behörde so aussieht, wie sie aussieht, meine Damen und Herren. Ja, einen gewissen Anteil haben die Freien Demokraten auch an diesem Zustand. Von daher, wie gesagt, ist das eine Frage, bei der wir uns darüber streiten. Das habe ich eben schon einmal in dieser wegweisenden Aussprache zum Brückenbauwerk bei Mainflingen schon gesagt, dass wir über die Frage, wie kriegen wir Hessenmobil zu einem Mobilitätsanbieter der Zukunft, der eben nicht nur die Straße kennt, sondern entsprechend Mobilität in der Fläche auch mitdenkt und plant, überhaupt hin. Und dafür haben wir ihn immer wieder, und ich verspreche Ihnen, das werden wir so schnell auch nicht mit aufhören, Vorschläge für Haushalte machen, nicht für Schattenhaushalte, sondern für richtige Haushalte, damit wir im Bereich auch Radverkehre vorankommen, meine Damen und Herren. Und deswegen halte ich das auch gesetzestechnisch für den richtigen Weg. Weil in der Regel reden wir über Radverkehre und Infrastruktur für Radverkehr immer als Anhängsel. Es ist bei der Straße dabei. Bei einer Landesstraße machen wir auch noch einen Radverkehrweg dazu. Und hier würden wir wirklich sagen, ja, es ist für uns ein wichtiges Infrastrukturthema, dass wir uns da auch eigenständig mit drauf fokussieren. Und auch das würde ein Stück weit dieser Mentalitätswechsel in der Mobilitätsverwaltung des Landes Hessen mit dabei helfen, weil Kollege Naas, Dr. Naas hat es angesprochen. Wir stehen vor großen Umwälzungen durch die Gründung der Bundesfernstraßengesellschaft. Gerade Hessenmobil wird dort jetzt in den nächsten Monaten große Veränderungen vor sich haben. Und diesen Umstrukturierungs- und Erneuerungsprozess, Veränderungsprozess zu nutzen, auch um das Thema Radverkehrswege und seine Planung mit reinzubekommen, das wäre aller Ehren wert. Von daher ist das sicherlich der richtige Ansatz, meine Damen und Herren. Und ja, ich bleibe dabei. Bei einem Punkt macht mir das immer wieder zu denken, weil ich finde, diese Position, dass das auf die Landesebene gehört, ist richtig. Aber wenn ich mir Ihre Leistungsbilanz, Herr Minister, anschaue, dann bin ich ja tatsächlich bereit, noch einmal zu überlegen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Weil wenn Sie bei der Sanierungsoffensive von 59 geplanten Radwegen in der Tat zwei im Schnitt im Jahr hinbekommen, nämlich jetzt achte, dann kann ich mir ausrechnen, wie lange Sie noch im Amt bleiben müssen, nur damit wir das allein hinbekommen. Das ist aber noch nicht wirklich der Quantensprung, den wir brauchen. Und von daher, meine Damen und Herren, ist das etwas, vielleicht, wo man wirklich noch einmal darüber reden sollte. Wir halten es aber gesetzgeberisch, gesetzestechnisch für den richtigen Weg, dass wir ihn unterstützen. Und deswegen will ich damit, obwohl ich eigentlich noch über eine Minute Zeit hätte und den Krüger-Zuschlag, Herr Minister, sonst noch auch noch, Herr Präsident, mitgenommen hätte, will ich Ihnen aber deutlich sagen, nein, es braucht keine Sonntagsreden des Ministers zur Bedeutung des Fahrrads als Fortbewegungsmittel, und ein grünes Parteibuch reichen eben nicht aus zur Förderung des Radverkehrs, der Radinfrastruktur in Hessen. Von daher werden wir dem Gesetzentwurf zustimmen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Nächster Redner ist der Abg. Arno Enners für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! An Hessen führt kein Weg vorbei. Mit diesen Worten werden in Hessen alternative Verkehrsprojekte beworben. Radschnellverbindungen gehören zu diesen alternativen Verkehrsprojekten und sind bereits an vielen Stellen in den Fokus der Gemeinden gerückt. In einigen hessischen Kreisen gibt es bereits gemeinsame Absichtserklärungen der Kommunen, solche Radwege als alternative Verbindung zum bestehenden Verkehrsnetz zu realisieren. Machbarkeitsstudien werden oder sind bereits auf den Weg gebracht worden, um die Projekte der Radschnellverbindungen mit Leben zu füllen. An dieser Stelle kritisieren wir den Antrag der FDP, denn sie nehmen durch die Festlegung, dass das Land als Bauträger auftritt, den Kommunen alle eigenen Spielräume und Entscheidungsmöglichkeiten. In diesem Punkt können wir dem Antrag somit nicht zustimmen. Denn für uns ist es außerordentlich wichtig, dass die Kommunen und ganz besonders ihre Bürger über Veränderungen in ihren Gemarkungen frei mitentscheiden können. Und dass dies auch gut funktioniert, zeigen Beispiele wie im Vordertaunus, in Gießen-Wetzlar, Wiesbaden-Mainz, Hanau-Aschaffenburg usw., so wo die Gemeinden in Gesprächen oder bereits in der tieferen Planung von Radstrecken sind. In der zweiten Lesung hatte ich es bereits angesprochen, es fehlt Ihrem Antrag auch, in welcher Form die Kosten-Nutzen-Frage durchgeführt werden soll und was die Bewertungsgrundlagen dafür sind.
So bleiben wir dabei. Die Idee ist gut, aber eben nicht ausreichend vorbereitet und in Basisfragen nicht bis zum Ende gedacht. Daher werden wir uns weiter enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ist die nächste Rednerin die Kollegin Karin Müller. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir reden ja jetzt das dritte Mal über Radschnellwege. Ich tue es immer wieder gerne. Ich habe es ja auch schon angekündigt. Ich rede gerne über Radwege. Nur im Gegensatz zu Ihnen, Herr Dr. Nasowich, ich finde das Thema anscheinend ja nicht, sonst würden Sie ja wenigstens mal zuhören. Ja. So, im Gegensatz zu Ihnen reden wir nicht nur und schreiben Gesetzentwürfe, die schwer verbesserungswürdig werden, sondern handeln. Seit der ersten Lesung ist schon eine Menge passiert. Wir hatten Corona. Dadurch hat das Fahrrad mehr Wumms gekriegt, würde jetzt die SPD sagen, zum einen. Zum anderen aber gab es auch eine Pressekonferenz des Verkehrsministers mit dem Titel Mehr Geld, mehr Personal, mehr Qualität, mehr Tempo. Und da wurde vorgestellt, dass Hessen Mobil jetzt eine Taskforce Radverkehr hat. All das, was Sie wollen und fordern, passiert schon längst. Also. An den Taten, ja, an den Taten. Die Verkehrsminister der FDP, wenn wir die an den Taten messen, die Hessen Mobil nämlich kaputt gespart haben, die 4 Millionen € im Haushalt hatten für Radwege an Landesstraßen, davon noch nicht einmal 2 Millionen € ausgegeben hatten, weil alles andere wichtiger war, wenn wir da an den Taten mal die Landesregierung messen, dann sind wir jetzt schon die Gewinner. Und wir haben auch zu Oppositionszeiten die besseren Gesetzentwürfe geschrieben. Ich erkläre es Ihnen auch noch einmal. Sie schreiben von Radschnellwegen. Sie waren ja, als die FDP allemal. Jetzt brauchen wir keine mehr, jetzt tun wir einfach. Ich erkläre es Ihnen noch einmal. Wir hatten eine Anhörung. Wir hatten eine Anhörung, es gab auch Kritik daran, denn es gibt nicht nur Radschnellwege, es wurden Korridore bereits ausgewiesen, 42 Korridore, das sind aber auch Raddirektverbindungen und. Die sind in Ihrem Gesetzentwurf gar nicht berücksichtigt. Nein, das ärgert mich überhaupt nicht. Ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich, dass die FDP jetzt auch zum Thema Radwegen steht. Und wir hatten es letztes Mal schon einmal. Herr Dr. Naas, wenn Sie schon einmal reden, können Sie sich doch mal ein bisschen vorbereiten. Das Programm heißt nicht Radfahren neu denken, sondern Radfahren neu entdecken. Neu denken müssen Sie. Und dann auch noch einmal zu dem Thema von dem Kollegen Eckert. Also, die meisten Radwege, nämlich 88% der Radwege, befinden sich in den Kommunen, und dort müssen die Kommunen unterstützt werden. Und Sie als Kommunalpartei haben letztes Plenum dauernd dazwischen geschrien, Radwege, 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 und haben sich lächerlich gemacht, dass die im Sonderinvestitionsprogramm drinstehen. Also so ganz passt das ja nicht zusammen. Wir steigern kontinuierlich die Mittel für den Radwegebau an Landesstraßen, aber auch für die Kommunen steht mehr Geld bereit. Sie können fast jeden Tag in der Zeitung lesen, wo das Land Machbarkeitsstudien unterstützt. Jetzt neulich erst 300.000 € für ein Radwegekonzept in Marburg-Biedenkopf und. Und auch das, was in den letzten Wochen in der Zeitung stand, wo die Radschnellwege geplant sind, kann sich sehen lassen. Also, wir werden den Gesetzentwurf weiter ablehnen und freuen uns, wenn Sie wieder das Thema Radwege auf die Tagesordnung setzen. Vielen Dank, Frau Müller. Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Kollegin Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, wir haben das Gesetz in erster und zweiter Lesung diskutiert. Wir haben eine Anhörung dazu gemacht. Und es bleibt festzustellen, beim Radwege ausbauen und beim Radverkehr fördern ist das wie bei den meisten anderen Dingen
in politischer Hinsicht. Es reicht halt nicht, darüber zu reden, schöne Absichten zu formulieren und Hochglanzbroschüren zu drucken, sondern man muss halt auch wirklich etwas dafür tun. Und gerade und selber etwas dafür tun, richtig. Und gerade beim Radverkehr ist es so, dass die Attraktivität von Straßen und Wegen sehr stark, davon ist es sehr stark abhängig, ob man faktisch aufs Fahrrad umsteigt oder nicht. Wenn es Frau Kollegin Wissler, einen kleinen Moment. Es ist eindeutig zu laut. Ich darf darum bitten, dass die Gespräche am Rande und wo auch immer hinaus verlagert werden. Hier spricht im Augenblick ausschließlich Frau Wissler. Vielen Dank, Herr Präsident. Das, gerade für den Radverkehr ist es eben elementar wichtig, dass man nicht dauernd an der Ampel steht, dass man nicht dauernd Unterbrechungen hat, dass man nicht dauernd Schlaglöcher hat. Davon hängt eben ab, ob Menschen aufs Fahrrad umsteigen oder nicht. Und deswegen brauchen wir mehr Aktivitäten vom Land, deswegen brauchen wir mehr Initiative vom Land und dürfen das nicht den Kommunen überlassen, die sowieso vollkommen kaputtgespart sind. Und nun ist es ja so, dass bei Hessen Mobil sowieso eine Umstrukturierung ansteht, jetzt durch die Neuverteilung von Aufgaben. Es ist richtig darauf hingewiesen worden, dass diese Landesregierung, aber auch die letzten Hessen Mobil über Jahre hinweg kaputt gespart haben und da wirklich Personal abgebaut haben. Und deswegen fände ich es jetzt auch einen guten Zeitpunkt, zu sagen, wir brauchen eine Perspektive für Hessen Mobil und wir sollten diese Umstrukturierung nutzen, um eben auch den Radverkehr da stärker zu verankern, meine Damen und Herren. Nun ist es so, dass die FDP nicht immer der größte Vorkämpfer für den Radverkehr war, würde ich mal sagen. Es gab ja. Ja, ist der Abend wird später. Ich bin jetzt ein bisschen. Ja, ich wollte jetzt hier. Um es so zu sagen. Aber es ist mir durchaus bewusst, Kollege Frömmrich, dass die FDP häufig die Welt eher aus Sicht der, durch die Windschutzscheibe gesehen hat, als vom Fahrradsattel betrachtet. Durchaus, aber, das muss man eben auch sagen, so wie Ihre Gesetzentwürfe, Frau Müller hat es gesagt, die grünen Gesetzentwürfe waren besser, als die Grünen noch in der Opposition waren, als Ihre Gesetzentwürfe heute waren. Und so kann man das halt für die FDP auch sagen. Und da sind wir ja, ich weise ja immer darauf hin, pragmatisch wie wir sind, wenn die FDP einen klugen Gesetzentwurf vorlegt zum Thema Ausbau des Radverkehrs, dann stimmen wir dem natürlich zu. Und das haben wir in der ersten Lesung gesagt, das haben wir in der zweiten Lesung gesagt. Und deswegen stimmen wir dem heute zu. Und ich finde durchaus, dass das etwas wäre, was den Ausbau des Radverkehrs in Hessen beschleunigen könnte. Und wenn doch alle sagen, das sollte man machen, wäre es doch auch sinnvoll, auch eine Initiative anzunehmen, selbst wenn sie aus der Opposition kommt und nicht aus den Reihen der Regierung selber. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Al-Wazir. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt stehe, wenn ich das richtig sehe, ich zwischen Ihnen und den Abstimmungen. Aber da wir hier so engagiert über das Fahrrad und das Fahrradfahren gesprochen haben, will ich Ihnen an dieser Stelle schon sagen, dass wir in den letzten Wochen, seitdem diese, in den letzten Monaten, muss man ja sagen, ist ja über ein halbes Jahr her, dass dieser Gesetzentwurf eingebracht worden ist, schon an vielen Stellen, und zwar ganz ohne, dass es diesen Gesetzentwurf gebraucht hätte, gezeigt haben, dass das Fahrrad einen sehr hohen Stellenwert in der Verkehrspolitik der Landesregierung und auch von Hessen Mobil haben. Kollegin Müller hat es angesprochen. Mehr Geld, mehr Personal, mehr Qualität, am Ende mehr Tempo. Wir wollen bis 2024 über 200 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel in den Ausbau des Radwegenetzes investieren, davon den größten Teil vom Land. Und natürlich ist an dieser Stelle auch immer wichtig, da ja Radverkehr sich in vielerlei Hinsicht vor Ort abspielt, dass es vor allem darauf ankommt, dass wir die Kommunen beim Ausbau der Nahmobilität unterstützen. Wir haben zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Hessen Mobil und im Ministerium mit dieser Aufgabe betraut. Und jetzt ist die Frage, wer ist am Ende sozusagen für welche Aufgabe wie geeignet? Und deswegen ist an diesem Punkt einfach die Frage,
macht es Sinn, die Radschnellwege sozusagen aus dem Radwegenetz herauszulösen und zu Hessen Mobil zu geben. Ich kann Ihnen sagen an dieser Stelle, ich glaube, und das zeigt übrigens auch die Erfahrung, die wir in den letzten Monaten gesammelt haben, mit dem Radschnellweg, mit den Plänen, die es vor Ort gibt, dass vor allem die Praktikerinnen und Praktiker, beispielsweise der Regionalverband oder der Zweckverband im Raum Kassel, dass die an dieser Stelle schon gut aufgestellt sind, nah dran an den Leuten, dass die Kommunen auch nah dran sind an den Eigentümern, an den Problemen vor Ort und dass an dieser Stelle völlig klar ist, den Löwenanteil wird das Land bezahlen, aber die Kommunen sind durchaus gut und willens und in der Lage, an dieser Stelle dafür zu sorgen, dass auch die Radschnellwege vorankommen. Und wir haben uns, Herr Naas, weil Sie gesagt haben, auch der Kollege Eckert, das geht Ihnen nicht schnell genug. Also wissen Sie, bei Radwegeprojekten war die Schublade ziemlich leer, als ich die aufgemacht habe, das erste Mal im Ministerium. Und das sind nun am Ende genauso Straßenprojekte wie alle anderen auch. Da braucht man Baurecht, man braucht eine Planung, man muss Grunderwerb machen mit allem, was dazugehört. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir neben den Projekten, die wir im Rahmen der Sanierungsoffensive bauen, andere Bereiche noch machen, wo wir die Kommunen in die Verantwortung nehmen, denen das finanzieren, die Kommunen planen und am Ende Hessen Mobil baut. Und es haben sich immerhin schon 17 Kommunen bereit erklärt, das zu machen. Und deswegen wird es auch an dieser Stelle, und das zeigt eigentlich eher, dass es in eine andere Richtung geht, dass wir an dieser Stelle am Ende mehr Radwege auch an Landesstraßen bekommen und dass auch die Radschnellwege in eine Infrastruktur eingebunden werden müssen. Weil 88% aller Radwege sind kommunale Radwege. Und deswegen müssen auch Radschnellwege am Ende in eine solche Infrastruktur eingebunden werden. Und ich will einen letzten Punkt sagen. Also, ich glaube, an der Stelle Zentralität ist der falsche Ansatz. Aber weil hier so viel über Hessen Mobil geredet wurde, also ich weiß nicht, ob irgendwas bei uns im Ministerium falsch lief oder in den Fraktionen, aber ich meine, dass ich alle verkehrspolitischen Sprecher vor 2 Wochen angeschrieben habe und Ihnen die Neuausrichtung von Hessen Mobil vorgestellt habe. Ich meine auch, dass wir vor einer Woche eine Presseerklärung gemacht haben, wo sogar das Organigramm von Hessen Mobil ab dem 1. Januar veröffentlicht worden ist und dass es da in Zukunft erstmals überhaupt eine Abteilung Mobilität und Radverkehr geben wird. Also, verstehen Sie, ich bin da ein bisschen ratlos, weil hier werden Sachen gefordert, die sind schon Realität. Und da wiederum frage ich mich, der erste Schritt sozusagen beginnt mit dem Erkennen der Wirklichkeit. Ich hoffe an dieser Stelle, dass wir weiter daran arbeiten, dass der Radverkehr an dieser Stelle besser wird, dass es mehr Radschnellverbindungen gibt, mehr Radwege an Landesstraßen, mehr Nahmobilität in den Kommunen. Und das ist das, woran wir arbeiten sollten. Und da wird uns dieser Gesetzentwurf nicht weiterhelfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Damit sind wir am Ende der dritten Lesung bei Top 17 angelangt. Abstimmung erfolgt dann im Abstimmungsblock.